Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3 und wir sind jetzt hier oben angekommen und werden auch noch hier bald ankommen und ja, hier werden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen umsehen und da haben wir auch nochmal so eine Schatz auf den Farmen Quest, da sollten wir vielleicht sogar mit rüberziehen, um das vielleicht mal endlich abschließen zu können. Wir fangen aber mal hier an in der Waldhütte, wir haben Regen. Read you, 5x5. Sure. Alte Oma. Mhm. Whoa, man. I think I found something. Okay. I think we should look around, yeah? Allons-y. Let's go, friends. 10-4, we're moving out. Gucken wir uns hier mal um. Die hat ein bisschen Sprengstoff und ein bisschen Giftgas, was man halt so zu Hause liegen hat als alte Oma. Bevor wir mit der reden, schauen wir uns hier draußen noch um. Moving. Aber let's go, yeah? Da oben sind noch mal Kerzen. Ob die Omi da hochgeklettert ist? D'accord. Naja, insgesamt ist die Zone jetzt nicht so wahnsinnig groß. Let us get this safari moving. Okay, ne, mehr ist hier nicht. Da, 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 da. What do you know? Locked. What do you know? Okay, dann mach du das. Mhm. Und, oh, schön. Aber das ist jetzt leider für die Gruppe nicht so praktisch. Na gut. Hello there. Cool. Cool. Dann reden wir mal mit alte Oma. Well, hello, sweet children. Are you lost in the woods? Hat auch eine Grafik. Das wissen wir nicht. Können Sie die Frage wiederholen? Vielleicht, das wissen wir nicht. You should be careful. These woods belong to the beast. It munches cute little kids like you for breakfast. Erzähl uns mehr über das Beast. Sind das Kekse? Mehr über das Beast? Most of the time, it slumbers in its lair. But there are times when the moon's too bright, the chain's too tight, and the beast won't go to sleep. Then it goes out, this murderous beast, and it roams these woods until it's satisfied with blood and carnage. This beast and I, we are much alike. I look forward to hunting it. Wir haben natürlich den Richtigen in der Gruppe. Sie sind das Biest, nicht wahr? Weisheit-Check, Livewire hat den höchsten Wert. Ah ja, was hat es mit den Vogelscheuchen auf sich? They are here to keep the beast asleep. They remind it of the good people it had known. Oh, kind of like my sobriety bear, only way creepier. Ja, sind das Kekse? Yes, help yourselves. I hope you will find them enchanting. Nein, danke. Danke! Come, have some more. Once people taste my cookies, they just don't ever seem to want to leave my cottage. Aha. Sie sind das Biest, nicht wahr? Aren't we all? Aren't you? When you raise your gun at one of those bandits and then you catch them on the move, and you feel the recoil when the bullets rip them in half, and the feeling is joy. At this moment, I find you very attractive. So lebt also das Biest? Yes. Most of the time, I'm just a harmless old woman. There are so many advantages to that. No one takes you seriously until it's too late. Mhm. Tschüss. Farewell. And be careful. Beware of the beast.
Ein Trachaurus Unwesen Biesten, okay. Très bien. Skulpturen. Aber ich habe die jetzt identifiziert, aber ich kann damit... Nee, das ist auch wieder die Quests. Die sind so... Ich habe doch jetzt schon gelüftet, wer das Biest ist. Hallo, sweet children. What are you doing in the lair of the beast? Hände hoch. Are you out of your mind? Put that gun down immediately. You will upset the beast. Hände hoch, sofort. Söldner, Feuer frei. Tut uns leid, war nur ein Scherz. Hände hoch, sofort. I see you're a bunch of naughty kids like all the others. The beast will have you. Also ich werde gleich laden, aber ich werde hier einfach mal kurz umpusten und schauen, was passiert. C'est parti. A simple shot. Beware, a wounded beast. Na, ich weiß nicht. Of course. Ready to shoot. Na, da kommen wir auf den Kopf. Gimp. Die wird allerdings auch nicht treffen, Fine. Aber okay. This is so exciting. Ja, mach du mal. Listening 1024. Dann Order du. Received. Good visual on target. So it's finally time for the beast to go to sleep. Mhm. Interessante Maske. Let's see what we got, team. Na, hat eine Kommando mit. Ja, ich weiß nicht. Also, das war jetzt nicht so überzeugend. Oui. 10-4. Gut, ich weiß jetzt, wer das Biest. Ich weiß jetzt, wer das Biest ist. Ich habe immer noch zwei Quests dazu. Wo ich aber keine Ahnung habe, was das jetzt zu bedeuten hat. Umpusten will ich die eigentlich nicht. Mir hat die nichts getan. Wenn die Legion zerpflückt, dann meinetwegen. Alright. Cool. Ja, hier ist nix. Keine Ahnung. Also, gut, dann ziehen wir mal weiter. Ich hoffe mal, dass der dann nicht müde wird. Da muss ich mal gerade testen. Also, wir werden jetzt mal darüber reisen. Okay. Feeling better, Chief. Ja, das teste ich jetzt erstmal. I am here, boss. Ready for new adventures. Dann machen wir das nochmal und dann werde ich mit den anderen wieder. Also dahin. Blood's feeling better. So, Kontrolle über Bien Shien Island erlangt. Das ist das hier. Oh, da scheint ein Labor zu sein. Okay, ich habe mir auch nochmal die ganzen Waffen angesehen, aber mit den Assault Rifles, es gibt halt kaum eine Progression da. Das kann man natürlich als gut oder auch als schlecht sehen. Some kind of creature over here. You got my undivided attention. Dann werden wir das mal gerade umpusten. I'll be listening. Also das kann man als gut oder schlecht sehen, aber ich finde es nicht besonders gut. Es gibt halt zwei schlechte Waffen, also... Die Waffen, die klar verbessert werden, das ist die AK-47 und das ist die die Farmers. Und alle anderen sind eigentlich schon drüber und haben unterschiedliche Vorteile. Die Vorteile sind aber alle so gering, dass das dann schlussendlich auch... ja, man braucht dann im Endeffekt die Waffen auch gar nicht mehr auszutauschen. Das ist halt so ein bisschen... It be killing time. Ein bisschen blöd. Weil man sich damit natürlich auch kaum auf irgendwas Neues freut, weil das sowieso alles dasselbe ist. Bei Snipers ist es ein bisschen anders, da habe ich aber auch jetzt nicht genau nachgeguckt, weil da ist die Situation eigentlich klar. Good position to shoot. What is your wish? The enemy is in the open.
Na, machen wir mal Oberkörper, der trifft ja eh eher weniger. Damn, I hope there's a lot of blood. Schwer verletzt. Go, go, go! That's it. That's it. That's it. Weg ist er. So, da hinten waren noch Dorfbewohner. Ich hoffe, davon habe ich niemanden umgeschossen. What in the hell is that thing supposed to be? Target visible. Na, dann haben wir direkt den nächsten. Okay, aber den können wir dieses Mal aus dem Stealth direkt erschießen. Moving. What? Okay. Die Bewohner, die leben hier aber auch ein bisschen gefährlich. Da haben wir halt nur eine verhältnismäßig geringe Chance, überhaupt durchzukommen. Also, dass die alle dieselben Waffen haben. Naja, gut, dann fangen wir halt hiermit an. They found us. Yeah. Moving quietly does not see me, but I have good chance to kill. Nächster. Yes? Wir können target auch hier locked. Mit denen machen. Pin down. Shh. Easy and quiet. That's right, man. We got them on the ropes. Kaputt. Anscheinend ist da noch irgendwo ein Krokodil. My approach will go unnoticed. Keine Ahnung wo. How can I assist? Barry Unger. Stealth mode. Hello. Spirits hide me from the opposition. I will strike from the shadows. Na, da war es wahrscheinlich nicht so klug, den Kopf anzuvisieren. Spratz. I'd rather do it face to face. Can see the fear in their eyes. Squeezing the trigger. There might be more enemies inbound. Stay sharp. Naja, mehr Krokus. My approach will go unnoticed. I will move silently. My approach will go unnoticed. Kräuter gefunden. Going low and slow. Naja, Krokodile zu jagen ist ein bisschen unspektakulär, weil die halt sowieso nichts tun. This plan sucks. Moving. Bah, open. There's no way they ain't gonna see me. Naja, aber wenn hier noch nicht mal jemand ist, mit dem man reden kann, ist das auch ein bisschen doof. There may be something here of value. Und ich frage mich auch, wer denn zu dieser Bar kommen wollen würde. Moving undercover. Na gut. Oh. Silently. Moving quietly. Dann nehmen wir mal unseren Sprengstoffexperten. Device disarmed with precision. Na super, die können wir direkt verschrotten. Was? Okay, wir bräuchten Platz. Ja, ich glaube, dann ist es mal in der Zeit, weiter Waffen zu verschrotten.
So. I will try to become hard to see. Ich glaube, ich werde auch das Schleichen sein lassen. Das dauert viel zu lang. Let's go. Also müssen wir hier diese Krokodile finden. Let's move. We shall go. Yeah, okay. Understood. Heading out. Mm-hmm. Hostile animal in the area. Jawohl, heading out. Zwei Stück. We will come back. May the spirits hide me from the opposition. What? Moving. Ich vermute, dass die sowieso nicht innerhalb von einer Runde hinkämen. Aber gucken wir mal. Okay, schön. Dann hier. Mhm. Hostile pinned down. The opposition's inattentiveness will be their downfall. We got some shots on target, but we can push harder. Lutsch. Yeah, man. Quiet like. Won't see a thing. I be sneaking. Okay. Konflikt gelöst. Das waren sie wohl. With certainty. Ist das hier? Das leuchtet. A wise plan. Na gut, ja, das ist auch leider wieder eine tote Zone. Da hätten sie zumindest irgendeinen NPC reinstellen können, mit dem man reden kann. Okay. Das ist eine Zone, zu der man nicht hin kann. Okay, das heißt, ja, da machen wir jetzt diese Legionstruppen platt. Auf geht's. I see some beautiful alien specimens. Oh, I guess we should keep moving. Da hatten wir jetzt den Nahkämpfer drin, der da halt die da platt machen kann. So, 13 haben wir hier. Mhm, oh, schön blutig. Camp Bianchien, klarer Himmel. Die sind wahrscheinlich auch wieder. Ah, da. Keine Ahnung, was das ist. Barry sollte zwei Feinde im selben Zug töten. Okay. Enemy presence. I will give you puzzle to complete during combat. I am but a dream in a slumbering world. Gefangener, Gefangener. Easy and quiet. Going undercover. Red, da ist der Hühnerkönig. Moving. Mhm. Going. Still undetected. Und Pia ist hier. Ah ja. Okay. Das ist der Typ, den wir ganz am Anfang mal verschont haben. I will move silently. Quiet. I am but a dream in a slumbering world. Da haben wir bestimmt noch einen. Da macht jemand Terror. Angloom. Silently. My approach will go unnoticed. Na, das sind ja tolle Wachen. Going. Still undetected. Ne. Moving die nehmen wir direkt mit. Scharfschützen-Veteran und Überfallanführer-Veteran. Na gut.
Dann würde ich sagen, bewähren wir die. This plan sucks. May the spirits hide me from the opposition. Na, wir könnten. My approach will go unnoticed. May the spirits hide. Oh, da kommt wer. Quiet. Nein, die kommen nicht weiter. This sneaky shit ain't my style. Nee. Da ist auch noch einer. Ja, aber die können wir halt ziemlich schnell überfahren. 5. Moving quietly. Gefällt mir jetzt hier nicht so. Wir müssen wir erstmal einmal rumlaufen und schauen, wen wir von den anderen platt machen können. Silently. Going low and slow. Ich schätze, dass die auch die dahinter triggern würden. Es besteht zwar eine Chance, dass das gut geht, aber ist doch eher risky. Gucken wir mal, ob wir hier noch einzelne finden. Quiet. Wie den Herren hier. Silently. Moving quietly. Yes? Moving. Okay. Okay, das reicht. Aiming. Mhm. Und Meltdown gestiegen. Ja, ihre Werte sind natürlich jetzt auch nicht die besten. Da würde ich aber sagen, warten wir noch, bis wir noch einen weiteren Punkt Beweglichkeit Ready. Haben. The spirits hide my footfalls. Mhm. I have spotted a thing that wants an investigate. This sneaky shit ain't my style. I will move silently. Na, die scheinen aber nicht zu mir rüberzukommen. There's no way they ain't gonna see me. It's a good day. King Chicken gave me a second egg for this week, and the gods beat me just once. What for? I want some too. Well, go on and look at them the wrong way. That would be enough. Not the beating. I'm talking about the egg. Quietly. Na gut. Wir haben aber jetzt erst 2 oder so umgebracht. Dafür waren da aber doch ziemlich viele im Sektor, oder? Waren das nicht 16 oder so? Okay. Old Len will sneak up on him. Who are you? Did Le Major send you? I hope he is not unhappy with us. Is this an inspection? Wir suchen jemanden. Nein, wir sind hier, um euch zu befreien. Wir suchen jemanden. God forbid, but are you searching for Pierre? He's right there at the flogging post. Go on and shoot him. I'll go tell the guards. They'd love to watch, you know? Du arbeitest für die Wachen. Weisheit-Check, Barry hat den höchsten Wert. I think maybe you have good deal with guards. Maybe too good. Oh, none. I'm a prisoner like everyone else. I'm just a bit more entrepreneurial. I take care of the chickens and everything. Everyone appreciates a good omelette de fromage, right? Stirb, den Hühnerkönig lautlos töten. Wer bist du? They call me King Chicken. Because they, they appreciate me. I take care of all the chickens in the camp, so that everyone is well fed and happy. Even my fellow prisoners, they get a free egg each week. Mhm.
Was essen die Gefangenen sonst so? Whatever they find. Mostly roots, I guess. Perhaps some bugs and worms. We have a very democratic system here in Camp Bianxian. Everyone fends for themselves. But I take care of them, yes I do. They get a free egg per week, and even more if they help me out with my chores and duties. Warum ist Pierre hier? I've heard he pissed off Le Major himself. Pierre was one of his lieutenants. But a bunch of mercenaries kicked his ass. It's no wonder the Legion troops west of here are crap. Our guards in Camp Bianxian, they are the real deal. Na, er ist sich wahrscheinlich noch nicht bewusst, dass die alle im Eimer sind. Erzähl uns mehr über diesen Ort. It's just a prison camp for me and my fellow prisoners. That way is the flogging post where that stupid asshole Pierre is being punished. And over there are the guard barracks. Natürlich jetzt. Unsanitary. Do you not fear disease? Sure. I fear all kinds of stuff. Rats, fleas, thrown rocks, hard kicks, death, disease, pollution, Edvard Munch paintings. That's enough. Thank you. Tschüss, aber ich schätze, dass der Alarm rufen wird. Goodbye. Have a nice day. And thank you for coming. Guards! Guards! Intruders over here! The camp is under attack. Naja, haben sie nichts so mitbekommen anscheinend. Oder zumindest noch nicht. Ah doch, ich kann niemanden anwählen. Also es geht jetzt los anscheinend. Enemy spotted! Quietly. Naja, okay. Being quiet ain't my strong suit. Kann mir dann wohl auch egal sein. Kriegen wir den. Das probieren wir einfach. Naja, weg ist er. Dann der nächste. Der hat die Assault Rifle. Yes? Dann haben wir die, die liegt, oder steht so ein bisschen im Weg. Die ist aber auch müde. Ja, gehen wir da hin. Und dann machen wir einmal. Ja, ist okay. Der muss treffen. Mhm. So, wer will noch? Da dürfte noch einer sein. Beziehungsweise, das sind wahrscheinlich die zwei, die davor standen. I shall keep vigil here. Na, der trifft aber eh What? Nicht. Na gut. Barry Unger. Kill them all and send them to hell! Na, ah, das ist ein Raketentyp, Bibi. I be listening. Gut, dann versuchen wir erstmal den Raketentypi zu erledigen. Squeezing the trigger. Aha. Yes? This shot may compromise my der position. Geht nicht, der schon. It looks like victory will come to us. Dann nice and quiet. Wir schießen einfach mal durch die Wand. Nee. Ready. Going low and slow. On guard. Dann probieren wir das so. Hello. I'll do it as quiet as I can. Komm nur her. Show them our strength. Naja. Pling. Na
Mhm. Scatter! Autsch! Where to? Okay. What is your wish? May the spirits guide my hand. Dr. Cube never fails to impress. Nehmen wir erstmal wieder Barry, weil der halt. Bursten wird. Ja, ist nicht so reliable, hat aber gut funktioniert. Nehmen wir den, können wir zwar nicht sehen, aber. Ne, hat er nicht funktioniert. Dann. Nehmen wir den. Der lebt immer noch. Wieso lebt denn der immer noch? You want something? Watch me put this one down like a sick dog. When the spirit is calm, the body is capable. Mm-hmm. It be killing time. Okay. Yes? Mehr haben wir nicht. Where to? Don't be shy. Fly ahead. Probability of success is high. Forward! For the Legion! Pock, pock, macht's jetzt. The hell you want! Okay. Where to? Man merkt schon einen leichten, ich sag mal, Qualitätsunterschied zwischen denen und der Legion und den richtigen Soldaten. Being quiet ain't my strong suit. Moving. Sir, stealth mode. Going low and slow. So, alle getan. Nenn ich alle. Der Barry fehlt noch. Ah, ja. Okay. Steht auf dem Dach, aber das kann uns eigentlich jetzt auch egal sein. Wir sind komplett hier in Tarnung. Das heißt, der Typ kann uns gar nicht sehen oder angreifen. Es sei denn, der hat uns jetzt doch gesehen. Easy and quiet. Ne, oder nicht? Easy and quiet. Oh, und da haben wir nochmal einen Raketenhoshi. Dann. Da gibt's einen Ready. Winkel. Probieren wir das mal aus. Den müssen wir nur irgendwie treffen, weil der keine Hitpoints hat. What? Jo. Hühnerkönig. So, was sagst du jetzt? You killed them. All of them. What will I do now? I was a king among the prisoners and now... Now I'm going to be just a nobody. Stirb. Goodbye, nee, tschüss. Then. Have a nice day. Ja. Yes. Okay. MG42, die können wir auf jeden Fall verschrotten. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die ist zwar hier, ne, da war yes. Kams drin, Ready. Aber... Sure. Affirmative. All right. Wird eigentlich da rein. Locked. Ah, Sprengstoff. We have agreement. Verschlossen. Wiki. Hope there be some good stuff in there. Bisschen Medizin. Locked, but not for long. Und ja, die benutzen wir aber nicht. Yes. Okay, weiter geht's. Let's go.
müssen jetzt alle einzeln durchs Fenster springen. We will comply. This be worth checking. I am humbled before this gift of fate. Ja, naja, so toll ist die nur auch nicht. Vor allen Dingen hat die Gruppe sowieso schon überall die Sniper-Rifles. Die braucht die umso weniger. Da sind da auch schon ein paar Mods drin. Aber das... Naja. Ich werde die mal mitnehmen statt der da. Aber eigentlich ist das vollkommen wurscht. Also die werden die Waffen sowieso nicht verwenden. Der Einzige, der da noch was austauschen würde, ist halt er. Aber die ist auch ziemlich gut. How can I assist? Infos erhalten. Mhm. Das ist sogar für dieses Camp. Ah, jetzt wissen wir, wo die Wachunterkünfte sind. Na ja, gut. Okay. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid. A wise plan. Heading out. Dann werden wir mal mit dem Pierre reden. You're the boss. Mhm. Squad, move out. Moment, da speichere ich jetzt nochmal. Wo Pierre. Den kann man ja auch in die Gruppe nehmen. You here? I've heard about your deeds, but I didn't expect you to come to this godforsaken place. I feel compelled to admit that you are right and I was wrong about the Legion. Aha. Sie haben dich nur benutzt. Yes, they did. How could I not see through all those hollow words and promises for a great future? I was so easy to fool. Okay, tatsächlich ein Sinneswandel. Was ist mit dir passiert? Die Legion ist also nicht, was du erwartet hast. We needed a cause to unite us. A promise that we can serve our country and work for a better future. At least some of us did. Others just needed an excuse. It is much easier to add evil to evil than it is to add good. At the end of the day, the Legion turned out to be just a cover for greed and violence and for the madness of Le Major. Was ist mit dir passiert? You happened to me. Le Major does not tolerate failure, and I accepted my punishment. I deserved it. I don't think so. Only dictators throw their soldiers in prison for losing a battle. But in Diamond Red I saw how they treat our people in the name of the Legion. I learned of all the slavery and the abuse. I heard the stories and I saw what kind of people the Major favors. People like Slave Master Graf. Hey, hab ich umgenutzt? Wir haben Graf getötet. Yes, I heard that, and I'm glad you did. For some people, it is a real shame they can be killed only once. You got that, Brad. My only regret is I couldn't kill him myself. I tried. Yes, it's true. And I almost succeeded. That's why they moved me here. Du kannst uns helfen, die Dinge zu richten. It sounds weird, but from what I have been hearing about you, I feel I can trust you. You killed that slaver and murderer, Graf. You have taken care of my dad's friends in Ernie. You achieved something unheard of when you forced that snake Bastien to help people instead of abusing them. And above all, you seem to genuinely care about our country. So, what do you want me to do for you? Tritt uns bei. And you want to take me with you? Let me become one of you? This is a great honor, and I hope I won't disappoint you, mercenaire. I guess we'll see. Fall in. And I have just one thing to ask. Please don't disappoint me as well. Be honorable to the end. Okay, der hat sich ja echt dann etwas gemacht, sage ich mal. I am here. Got it. Cool. Gut, ja gut, da haben wir natürlich jetzt, das können wir erstmal direkt verkaufen. Da ist natürlich jetzt die Sache, dass wir für den eigentlich keinen Platz haben.
Weil die Werte sind so eher mäßig, ne? Was hat denn der hier? Angeber. Angriff mit der Machete, der keine geraden Wege erfordert und 15 Eifer gewährt. Nicht schlecht. Und automatische Waffen, Blutrausch und... Ja, das ist auch nicht schlecht. Also der ist schon voll auf Nahkampf getrimmt. Naja, dafür sind natürlich die Werte hier eher nicht so toll. I see your luck has turned again, Pierre. Can you spare me some money before you leave? When I was on that frogging pole and I asked for water, did you help me? No, the guards may notice. Now, go to hell, coward. Oui, we shall go. Dann reden wir nochmal mit dem Hühnerkönig. No one left here. Just that bitter old asshole Tanglun. He's pretending to help me with the chickens. I'm pretending not to notice when he's stealing eggs. Okay, den hatte ich ja auch irgendwo gesehen. Let's move. Tanglun. Let's go. We move with certainty. Wo ist er? We will comply. Da ist er. I think this might be a use. I'm sure something bad is about to happen. Probably to you. Heading out. Okay. Gut, ja, was machen wir jetzt mit dem Pierre? Yeah, okay. Eigentlich hat der waiting for orders. Keinen Nutzen. Oh, Stolz der Legion. Sechzehn fünf. Aber mit 3 AP ist schon gut. Aber ist seine private Waffe quasi. Ja, der kann sich aber nicht bewegen, weil er die schwere Rüstung trägt. Naja. Ja, aber den können wir halt jetzt nicht brauchen. Den könnten wir nur mitnehmen für Dialogoptionen. Aber der würde halt jetzt hier im Kampf nichts beisteuern. Der wäre wahrscheinlich immer noch besser als Q. Ja, also wir könnten... Moment, hier, das ist jetzt sowieso erledigt. Ich glaube, es wäre interessanter, den mitzunehmen als den Q. Der Q, der mag, glaube ich, auch niemanden. Der Len mag zwar den Q, aber der Len mag auch Vicky. Ja, ich werde hier Folgendes machen. Ich werde den austauschen mit dem Pierre. Dann werden wir den mitnehmen. Ah, das ist natürlich jetzt hier mit den Truppvorräten so eine Sache. Können wir den... Da haben wir noch was. Ich meine, die ist ja auch nicht verkehrt. Einen Helm haben wir da jetzt keins mehr. Okay. Dann werden wir den Q zum Pierre schieben und den Pierre darüber. Den Q werde ich jetzt hier erstmal beibehalten in der Gegend. Ah, jetzt hat er diesen ganzen Mist trotzdem hier reinbekommen. Ah, das ist so lästig. Okay. Das müssen wir jetzt erstmal wieder alles rausbringen. Ja, das kann man auch verschrotten. Der hat jetzt hier da diesen Müll. Okay.
Und der Rest kann jetzt hier rein. Genau. Damit hat der jetzt hier quasi nichts mehr. Okay, wir können dem aber noch einen Schrottgegenstand quasi mitgeben. Naja, komm, kriegst du das auch noch mit, dann brauchen wir das nicht mehr weg mit rumschleppen. Theoretisch müssten wir die Waffe ja auch noch... Na, das können wir natürlich auch machen. So. Dann kriegt der das. Und dann nimmt das Team das hier auch noch mit. So. Den Q werden wir jetzt einfach nachziehen. Da ist anscheinend aber kein Hafen. Doch, ist ein da ist ein Hafen. Da können wir wegpaddeln. Okay, wir machen aber die Sektoren natürlich auch noch. Wir müssen dann aber... Genau, wir gehen dahin, da paddeln wir hin, dann laufen wir darüber und dann wieder zurück. You're the boss. So. Okay. Dann weiter. Dann sollten die da jetzt anfangen. Rest and meditation. I hear. Mitten im Anderswo. Mal gucken, ob wir hier auch wieder... Let us make this aunt more of a challenge. Ah, das sind auch Gegner. Okay, nee, dann machen wir das... Time to be a hero. Dann machen wir das dieses Mal nicht. Das ist so auch nur Legion und das wird vermutlich ziemlich schnell gehen. Aber dann werden wir das beim nächsten Mal machen. Dann werden wir beim nächsten Mal diese Gruppe hier wegputzen. Dann werden wir mit Sicherheit hier ankommen. Und eventuell werden wir dann nach Landsbach gehen, müssen wir mal schauen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir hier diese Quest dann zu Ende bekommen mit diesen ganzen Farmen überall. Also das ist dann so grob der Plan fürs nächste Mal. Überall so ein bisschen machen. Ach, der ist auch bald angekommen, aber ja, der müsste schlafen. Ich meine, der hat jetzt sowieso nicht eilig. Okay. Ja, also machen wir hier weiter. Werden wir vielleicht sogar die ganze Insel beim nächsten Mal zurückerobern. Da machen wir weiter. Und da müssen wir ja auch noch dieser Quest nachgehen. Mal schauen, was da noch passiert. Also, das soll's für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen gibt's immer täglich. Und ja, YouTube hat jetzt immer so ein bisschen ein Problem mit der Verarbeitung, wie es aussieht. Ich hoffe mal, dass das passt und dass das Video jetzt auch wieder in guter Qualität zu sehen ist, rechtzeitig. Aber ja, hoffen wir aufs Beste. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.